Wir sind heute hier in Hohenkirchen bei der Familie Stürzer, landwirtschaftlicher Betrieb. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass die Landwirtschaft tatsächlich im Landkreis München noch eine große, große Bedeutung hat. Wir viele Flächen haben, die bewirtschaftet werden. Und die Landwirtschaft hat hier Zukunft. Und wir sehen hier ein ganz tolles Feld, dahinter ein Wald. Das ist das Klassische, was einen landwirtschaftlichen Betrieb auch heute noch prägt. Über 400 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Landkreis München. Sie pflegen unsere Kulturlandschaft, sie vermitteln Schülerinnen und Schülern Alltagskompetenzen, denn der Bauernhof wird immer häufiger auch zum Klassenzimmer. Doch gerade in Zeiten der Pandemie wurde es deutlich, wo grenzüberschreitende Lieferketten in weiten Teilen versagten. Eine wohnortnahe Versorgung ist wichtig. Sich selbst ernähren zu können, ist eine Existenzfrage. Florian Hahn ist deshalb in seinem Wahlkreis wieder unterwegs und sucht mit unseren Landwirten vor Ort den Gedankenaustausch. Also, wir stehen hier vor einem Braugerstenfeld in der Münchner Schottebene in Hohenkirchen. Und die ist jetzt kurz vor der Reife. Die Münchner Schottebene ist prädestiniert als Braugerstenanbaugebiet. Und auf unserem Betrieb ist es zum Beispiel so, dass wir eine hundertprozentige Regionalvermarktung für die Brauerei Aying hier haben. Das heißt, die komplette Braugerste, die auf unserem Betrieb erzeugt wird, wandert an eine regionale Brauerei. Zwar sind es nur wenige Kilometer bis zur Brauerei, gar wenige Schritte sind es bis zum Hofladen. In Roberts Biogenussmarkt ist der Name Programm. Der Chef persönlich pflegt akribisch sein Sortiment und legt neben Bio auch ein wichtiges Augenmerk auf Regio. Die Herkunft ist beschildert, die meisten Landwirte kennt Robert persönlich. Durch Zufall kommt hier nichts in seinen Biogenussmarkt. Wir haben hier verschiedene Sachen, natürlich immer auf die Region. Und dann wachsen wir ein bisschen raus, um die Nachfrage einfach zu bedienen. Aber hier haben wir ein gutes Beispiel, ganz regional, den Kohlrabi aus Bayern, aus dem Landkreis München. Wunderschön, sehr, sehr fest. Ganz toll im Geschmack, kann man sowohl roh verzehren als auch kochen. Die Frische sieht man förmlich. Dem Gaumenschmaus geht der Augenschmaus voraus. Besonders stolz ist Robert in seinem Hohenkirchner Biogenussmarkt auf die Käsetheke. Handverlesen jeder einzelne Hart- oder Weichkäse. Ja, also was wir natürlich versuchen, ist so regional wie möglich unsere Kost anzubieten, Gemüse, Obst, weil wir auch festgestellt haben, vielleicht ist es eine positive Wirkung von Corona, dass man wieder bewusster und auch gesünder isst. Und der Nachfrage wollen wir einfach hier bei uns im Laden gerecht werden. Also ich finde, das schaut doch wirklich toll aus, sehr ansprechend, tolle Produkte. Und wenn man dann noch weiß, Bio und viele aus Bayern oder sogar aus der Region, dann ist das, finde ich, eine tolle Geschichte. Florian Hahn wertschätzt als Kunde ein regionales Bio-Angebot. Und als Politiker gilt es, dies zu unterstützen. Für eine wohnortnahe Versorgung bereitet den entscheidenden Nährboden die hiesige Landwirtschaft, wie beispielsweise der Hohenkirchner Hof von Toni Stürzer. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, auch für unsere Landwirtschaft, ist, dass auch die Gesellschaft ein Stück weit begreift, dass Landwirtschaft was ist, was für uns wichtig ist. A, weil wir alle ernährt werden müssen und weil es ja nur in unserem Interesse sein kann, dass die Produkte, die entstehen, auch tatsächlich vor Ort produziert werden und dass die nicht durch halb Europa transportiert werden müssen, sondern dass, wie wir heute gehört haben, die Gerste beispielsweise, die hier angebaut wird im Landkreis München, bei der Brauerei im Landkreis München landet und am besten dann auch das Bier. Deswegen geht es um Wertschätzung. Dafür wollen wir auch als Politik werben. Aber gesellschaftliche Wertschätzung langt natürlich nicht. Wenn wir tatsächlich unsere Landwirtschaft erhalten wollen, ist es wichtig, dass man der Landwirtschaft auch sonst unter die Arme greift, wenn sie unverschuldet in Schieflage gekommen ist. Beispielsweise durch zwei Dürrejahre, die wir in der Vergangenheit hatten, beispielsweise durch die großen Sturmschäden, die im Wald ihr Unwesen getrieben haben. Hier muss Politik unterstützen, hier müssen die Betriebe unterstützt werden, die Familien, die dahinter stehen. Denn die Landwirtschaft ist für uns nicht nur Tradition, sondern die Landwirtschaft ernährt uns und das nachhaltig. Sie sorgt dafür, dass wir eine tolle Kulturlandschaft haben in Bayern. Und deswegen geht es darum, die Landwirtschaft zu erhalten.